Zäufig schlage. Der kennt sich aus, das wissert mir. Der muss da raus, drum steht er heute nicht hier. Am Schmutziger, da hat er frei, denn da regiert die Naredei. Da machen wir, was zusteht Gott, damit es ums Rathaus besser steht. Was reißt der Ei? Das kann's gar nicht sein. Der hat heute frei. Das Rathaus ist verwaist und der Schuld ist verreist. Ein Stellvertreter braucht er eigentlich keinen. Hätte er was gesagt, wir sind daheim. Wir kennen uns aus mit der Regiererei und unsere eigene Regel, von denen haben wir allerlei. Das Dorffest letztes Jahr war in Mehringer und Immerhause. Die Kosten, die haben sie sich teilt, die Banause. Das Fest war ganz schön, aber der Klang von dem Chor tut in unsere Aura immer noch ein bisschen weh. Unser Luca hat es wesentlich besser gemacht. Mit einem Umzug der Schuldes zum Fassanstich gebracht. Das, wie ein Kuscherdinger beim Dorffest, kann ich nicht mehr bringen. Wie jeder weiß, für einen Fassanstich muss man Fessle mitbringen. Die Luca hat das Fest zum Laufen gebracht und ordentlich Stimmung gemacht. Da haben sie nichts riskiert und sah die Zeitung hat sogar tituliert. Aber eine Zeitungsbar haben sie eh zahlt. Die Drecksäcke. Darf man eh zu viel loben. Wer hin gedacht, jetzt ist das Thema mit der Hall endlich mal vorbei. Aber so wie es aussieht, passiert da allerlei. Das ist natürlich schon bitter. Das Dach aufmachen, mittel im Gewitter. Neigregnet hat der Boden ausgesehen wie Sau. Da war es wieder nix in der Festhall mit Rabatz und Radau. Mit Mühe und Mots technisch geflickt, hat der Azubi wieder neue Löcher reingepickt. Mittlerweile hätten wir mal die Chance, die Festhall von immer zum sehen und bei unserer Abstaubete eine kleine Runde zum Drehen. Ein bisschen testet haben wir sie auch. Aber das Fest kommt, passet drauf auf, weil da sollten wir sie wieder hauen. Das Jahr bloß ganz leise. Denn sparen ist auch gesagt, wie jeder weiß. Energie ist knapp, der Gashahn zu, Strom wird knapp. Etemal Brennholz liegt parat. Wenn man das so betrachtet dieser Tage, dann drängt sich auf die Frage. Im Mozart-Kindergarten, was ist da los? Da brennt, da ist beleuchtet, ey Nacht. Und das ist bloß bisschen, sondern ganz groß. Ein Bewegungsmelder ist ja installiert und der hat noch nicht mal den Dienst quittiert. Das Gegenteil ist der Fall, der ist sogar übermotiviert. Da läuft was falsch, das kann es doch jetzt sein. Gerade die Kinder sollten wir ein Vorbild doch sein.
So gib uns den Schlüssel, na stürm und mir nein. Und wecke die drinnen, das kostet doch jetzt sein. Das Trennen ist so ruhig und der Fasnet ist. Na spielt unser Luca und mir tanzen auf dem Tisch. Die närrische Tag los, na hast du deine Ruhe. Na machen wir euer Rathaus für immer wieder zu. Und nächstes Jahr, das war ich aber gewiss. Das ist ja wohl klar. Da steht die Narrenzunft wieder parat mit Tara. Dass jetzt Fasnet ist, das muss der ganz Flecker wissen. Und dass man das auch sieht, denn wir das ja unser Banner hissen. Von unserer Seite wäre es das jetzt gewesen. Und die, weil er mit bis Eicher Mittwoch da Hände nicht mehr sehen. Gib her den Schlüssel, noch kommen wir rein und fangen an mit der Regiererei. Bis Mittwoch können wir drüber schwätzen. Da bin ich tatsächlich noch nicht mehr da. Okay. Heute noch. Also ich habe jetzt auch was gedichtet. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Ich lese es auch vor, weil ich will ja auch nichts vergessen. Besser? Ja, perfekt. Also die Narren fallen ein mit viel Tamtam. Da wird's mir jetzt doch ein bisschen bang. Da bin ich einmal als Schuldesvertretung hier. Und verliere schon den Schlüssel zum Revier. Eigentlich ist es aber auch gar nicht schlimm, um eine Erfahrung, ich jetzt reicher bin. Und Vertrauen in euch alle habe ich auch, ist ja ein wohlgeübter Brauch. Geht mit uns nur nicht gar zu hart ins Gericht. Mal läuft es ganz schnell und auch mal nicht. Aber trotzdem, vieles haben wir vollbracht. Wenn nicht ganz schnell, dann doch mit Bedacht. Aber auf jeden Fall, das kann ich sagen, wird's der Amtsstub auch nicht schaden. So ein bisschen Narretei bringt auch Farb ins Einerlei. Und belustigend ist auch dieses Jahr für euch, für mich, es wird sich noch zeigen, aber für Bürgerschau. Noch ein Wort zum Schluss, dann ist's vorbei, versprochen. Wir übergeben's Rathaus ohne Reu. Eine Krawatte konnte ich jetzt nicht bieten. Aber es bleibt bei alten Riten. Zur Anerkennung nachher und tanken neuer Kraft gibt's dann oben wie gewohnt. Was gibt's wie gewohnt? Sekt, Brezete und den Saft. Danke.